Gut, wir haben jetzt eine Holztruhe, ne? Das müsste erstmal ein bisschen reichen. Doppelte natürlich, ne? Ich habe gestern mal wieder Galileo geguckt nach langer Zeit, ne? Und da war so eine Reporterin in Amerika und Aha. hat dann halt so ein Restaurant besucht und hat dann halt so eine Challenge gab's da und die hieß Doppel-D-Challenge. Da war so ein richtig fetter Burger, ja? Und die hat den geschafft, in 10 Minuten aufzuessen. Und der war richtig fett, der Burger. Ne? Luca? Er hat Hunger. Und war das dein Boah, Kopf? er hat doch keinen Hunger. Er ist meine Faust. Ach Aber so. ich kann euch jetzt garantieren, mein ganzes Holz wird wieder weg sein. Meine Hälfte, meine, ja, die, generell die Hälfte meines Equips wird weg sein, weil ich einfach jedes Mal auftauchen muss, um Luft zu holen. Du kannst auch an diese Dinger gehen, ne? Ja, du kannst die Zäune machen. Ja. Ja, hab ich ja schon gemacht, aber trotzdem, ich sehe immer trotzdem nur die Hälfte unter Wasser. Naja, jedenfalls, als sie ihn aufgegessen hat, hat halt der Kameramann gefragt, wo die ganzen Fettstoffe da hingehen, hat die gesagt, auf die Brüste. Doppel-D-Challenge. Ja, genau. Ich höre Slimes auf jeden Fall, hier schon mal irgendwie unter Wasser. Das ist gut, glaube ich. So, dann können wir eben Slimes fahren. Hat jemand gerade nichts zu tun? Gerade was zu tun. Ich meinte auch nicht dich. Du. Nee, ich fange gerade Holz. Und pflanze es wieder an. LOL! Ja, ich bräuchte Holz. Ja, dann fahren wir Holz. LOL. Das ist unsere Holzfarm. Piss dich. Was willst du überhaupt? Werd ich überhaupt angesprochen, Alter? Warum hast du überhaupt mit, ey? Piss dich mal! Alter, ich bin jetzt auf Höhe 30. Ich hab außer diese 13 Eisen nichts gefunden. Ach ja, Fritz, wo bist du eigentlich? Immer noch in der Mina. Echt? Auf Höhe 30, von unserem Haus aus. Nimm 3x3 Gang durchgehend nach unten, ne? Okay, der ist eigentlich 3x5. Gebe ich aus. Nein. Ey, Luca, ich hab dir einen Tipp. Rechts über deinem Essen stehen so Luftblasen. Wenn die leer sind, dann verdurstest du, dann trinkst du. Verdurstest du? Wer hat das gesagt? Das ist einfach so tief, dass ich einfach nicht vernünftig hinkriege, mein ganzes Equip zusammen. Geht einfach nicht. Sollt ihr helfen? Sollt ihr helfen, mich helfen? Nee, ich brauch eine Hilfe, danke. Doch, du brauchst sehr viel Hilfe. Du brauchst psychologische Hilfe. Die ganze Zeit Zombies. Frag mal Dr. Phil. Oh, es ist so lahm, dass du dich hier nur so langsam bewegen kannst. Es ist so nervig. Mach dir auch unter Wasser Atmungstränke. Wo ist denn das? Das hier bei der Bombfarm. Die ganze Zeit Zombies, aber ich finde sie nicht. So scheiße, dunkel hier. Mach eine Fackel an. Also mich jetzt zu den... Oder? So, wo seid ihr denn? Ich geh mal vorbeigucken. Da wo du jetzt gerade bist, krieg ich nicht vernünftig hin. Aber erst, wenn ich mein Leben regeneriert ist. Das war alles, oder? Nein. Das nicht. Und finden wir noch eine ganze Menge. Da ist was von dir. Alter, man sieht kaum was. Nein, ja. Oh, ich hab Slimes. Ich fühle mich. Gehen denn schon mal? Hey, Buddies. Es geht. Gruppenkuscheln! Den schon. Warte, die anderen Sachen. Alter, wie lange das Auto zum Hochschirm? Deswegen schwimme ich am Steg hoch. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen, ey. Boah, voll geklaut. Das war so geil damals. Xylophon. Boah, voll geklaut. Was war es nochmal bei Selbstklingern oder so, ne? Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Selbstklinger, nee. Ich glaub, Xylophon ist noch eins. Ja. Ah, Triangel. Triangel, echt? Ach ja, Triangel war das. Boah, voll geklaut. Das war so geil. Warte, was habe ich von dir? Ich habe nur Selbstklinger eingesammelt. Oh ja, sitz hier her, damit ich brauche es. Ey, ich hab sonst eigentlich nichts aufgesammelt. Ich hab nur deinen hässlichen Zaun und da was. Deswegen sind immer gut, her damit. Können wir auch verfeuern dann. Ja, wir haben Kohle. Auch Holz. Denn da sind Bäume. Baum die ab.
Verstehst du? Bau die ab. Schon wieder so ein schlechter Witz, ey. Gut, du bist immer noch unter der Erde. Ja. Alter, oh, was über was anderes. Ja, was trinken. Erfrischend. Das ist, als wenn dein ganzes Fass verschütten würde. Ja. Ja, vielleicht hat's auch gemacht. So ein Junge. Hat einen Damm aufgebrochen und damit das Wasser da raus. Sag's ruhig, sag's ruhig. Ich hab Kohle gefunden. Ich hab Kohle gefunden. Wie wär's denn nur meine Höhle, gell? Ey, bist du gerade in unserer Höhle? Nein, der gräbt sich da bei unserem Tunnel. In unserer Höhle? Ja, komm genau. Komm doch mal in den Tunnel runter zu mir, in unser Haus direkt zum Tunnel runter zu mir. Ja, okay. Ne? Ach, cool. Da ist ein Fritz. Hallo, Fritz. Was geht? Oh, das war ein Fehler. Wieder Nacht. Ja, meine Fehler. Leute, jetzt kommen die mir hoch. Nein! Ich bin eingesperrt für immer. Oh, jetzt. Ja, das ist toll. Ja, perfekt. Auf ewig. Auf ewig. Welche Höhe ist das? Ey, das ist ein Gang. Ja, ich hab eine Höhle gesucht, komm. Ja, Sackgasse. Boah, bist du witzig, ey. Ich kann nicht mehr verlachen. Fritz will trollen. Alles klar, Fritz will trollen. Luca? Es ist Zeit. Nein, bitte nicht. Das Trio muss sich wieder vereinen. Ja, weil ihr auch zu dritt seid. Ja. Hallo, kennst du nicht Mr. Tweeny? Das ist die Feder, die ich dir gerade gegeben habe, aus Versehen. In unserem Gang eingebuddelt. Mit Cobblestone. Hat den ganzen Gang wieder zugeschüttet mit Cobblestone. Scheiß drauf. Ist ja kein Obsidian. Doch. Ja. Den ganzen, alles? Ja, bis oben hin. Du bist am Wichser. Am Arsch bis oben hin. Ich habe gerade deinen Namen gesehen, du Bollo. Ja, da ganz oben hast du meinen Namen gesehen. Ich habe den gerade ganz nah gesehen. Nee. Ah, du bist so ein Noob, ey. Nein, okay. Weißt du, der Holzpickaxe sich da durchgebuddelt? Ja, weil ich wollte, dass sie kaputt geht. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Oh, hier ist eine Kuh. Was mache ich denn mit einer Kuh? Hm. Alter. Was? Krepel. Mikrofon hochgeklappt. Boah! Alter, sorry. Ich hab bloß von der Seite ein Geräusch gehört. Das sah irgendwie richtig geil aus, wie ich auf sie draufgesprungen bin. Fritz, ich meinte vorhin zu Luca, dass wir mal wieder was in WhatsApp meinte ich mal zu Luca, dass wir wieder, du weißt schon, was machen müssen. Ja, ne? Ich muss das nochmal kurz nachlesen. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich schon. Echt? Ja, du weißt auch da, als wir drei bei Luca waren und bei Basti auf Skype angerufen haben. Ach, lernen. Ah. Ja, genau, lernen. Das war eine Lernparty, ne? Deswegen war Basti nicht dabei. Weil er lernen musste zu Hause. Ja, weil ich nicht lernen darf. Ja, ich muss aber jetzt auch an eine Lernparty denken. Echt? Ja, momentan nicht, weil ich... da momentan nicht keinen Bock drauf, weil ich habe mich gestern echt ein bisschen übernommen. Ach so. Ja, das war ja was anderes. Aber ne, die andere Lernparty können wir ruhig mal gerne machen. Also, ne, ihr wisst.